Deutschland hoch in Ehren, du heiliges Land der Treu. Stets leuchte deines Ruhmes Glanz in Ost und West aufs Neu. Du stehst wie deine Berge fest gegen Feindes Macht und Trug. Und wie des Adlers Flug vom Nest geht deines Geistes Flug. Haltet aus, lasset hoch die Banner wehen. Zeiget ihn, zeigt dem Feind, dass wir treu zusammenstehen. Dass sich unsere alte Kraft erprobt, wenn der Schlachtruf uns entgegentrobt. Haltet aus, im Sturmgebraus. Gedenket eurer Väter, gedenkt der großen Zeit, da Deutschlands gutes Ritterschwert gesiegt in jedem Streit. Das sind die alten Schwerter noch, das ist das deutsche Herz. Die schlagt ihr nimmer mehr ins Joch, sie dauern fest wie Erz. Haltet aus, lasset hoch das Banner wehen. Zeiget stolz, zeigt der Welt, dass wir treu zusammenstehen. Dass die alte deutsche Kraft erprobt, auf uns Friede strahlt, auf Krieg und Tod. Haltet aus, im Sturmgebraus. Zum Herrn erhebt die Hände, er schirmt es immer da. Das schöne Land vor jedem Feind, hochsteige deutscher A. Dem teuren Lande Schirm und Schutz, sei deutscher Arm bereit. Wir bieten jedem Feinde Trutz und scheuen keinen Streit. Heut und in aller Zeit. Haltet aus, lasset hoch das Banner wehen. Lasset uns treu und kühn mit den ersten Völkern gehen. Dass sich deutscher Geist und Kraft erprobt, wenn das Ungewitter uns umtobt. Haltet aus, im Sturmgebraus. Zum Herrn erhebt die Herzen, zum Herrn erhebt die Hand. Gott schütze unser teures, geliebtes Vaterland. Es sind die alten Schwerter noch, es ist das deutsche Herz. Man zwingt sich nimmer mehr ins Joch, sie dauern aus wie Erz. Haltet aus, lasset hoch die Banner wehen. Zeiget ihm, zeigt dem Feind, dass wir treu zusammenstehen. Dass sich unsere alte Kraft erprobt, wenn der Schlachtruf uns entgegentobt. Haltet aus, im Sturmgebraus. Einen schönen guten Abend zusammen. Guten Abend, Stefan. Ich hoffe, ihr habt das Wochenende alle gut überstanden. Und zum Ausklang dessen gibt es dann uns wieder mit dem ein oder anderen Neuen, mit den verrücktesten Szenen aus dem Drehbuch des Films, den wir gerade sehen. Also es ist wieder mal für alle und für jeden was geboten. Eine schöne Mischung haben wir dabei, denke ich mal. Ja, also ich habe gerade noch ein Gerichtsurteil gelesen, was ergangen ist. Das müssen wir in Teil 2 unbedingt noch besprechen. Da geht es um den grünen Mist.
Ja, erinnere mich bitte dran, da müssen wir unbedingt drüber sprechen. Das können wir jetzt in Teil 1 nicht, weil wir sonst Gefahr laufen, möglicherweise auch vor eben jenen zu landen. Ja, so sind die Verhältnisse mittlerweile in diesem Land. Aber wir wissen ja schon länger, dass dieser Artikel 5 Grundgesetz, ne, Meinungsfreiheit, der gilt nicht unbegrenzt. Ja, da steht ja in Absatz 2 drin, findet seine Einschränkung in den bestehenden Gesetzen. Ja, und das ist ganz wichtig. Das darf man nicht vergessen. Ja, man traut hier halt den Menschen nicht. Ja, das kann man sagen. Man traut ihnen halt nicht zu, dass wenn es eine Meinung, eine Aussage gibt, dass es dann auch eine Gegenmeinung gibt, die dann selbstverständlich auch formuliert, artikuliert wird. Ja, so sehen das ja die amerikanischen Gesetze vor. Also die Gründungsväter der USA waren da recht optimistisch. Ja, die haben Vertrauen in ihre Leute gehabt, dass wenn da jemand irgendwie Blödsinn redet, dass es jemand anderen gibt, der ihn dann korrigiert. Ja, das traut man den Bürgern hierzulande nicht zu. Aber wundert einen ja auch nicht wirklich. Ja, man hat ja schlechte Erfahrungen gemacht und das ist ja dann immer die Begründung, die für alles herhalten muss. Ja, damals, ja, das ist unsere Verantwortung und deshalb müssen wir damit sorgsam und behutsam umgehen. Alles schön und gut, aber man kann es auch eben übertreiben. Ja, Stefan, ihre Demokratie ist ja auch nur so stark, ja, weil sie Drehrädchen haben, um immer mal nachzubessern, ja, damit es auch so stark bleibt, ja, denn man muss es ja an den Zahn der Zeit anpassen, nicht, dass der zu sehr dran nagt, dann wird halt mal ein bisschen korrigiert und dann läuft das alles wieder noch eine Weile. Wir starten und ja, es ist schon spannend, wenn es Meldungen aus dem Ausland geben muss, die das Ganze doch noch ein bisschen deutlicher darstellen, als wie es die Medien im Inland so vermelden. Aber den Unterschied, den sehen wir dann gleich noch. Hier berichtet der Standard aus Österreich, Rezession in Deutschland hinterlässt Spuren, Insolvenzen nehmen zu. Im September stieg die Zahl der Unternehmen, die Insolvenz anmelden mussten, um fast 14%. Der Druck auf viele Unternehmen ist groß. Die Bürokratie belastet zusätzlich. Oh, also die Bürokratie hat doch aber eine ganze Zeit lang auch geholfen, ja? Die hat es möglich gemacht, dass man diese Welle verzögert hat, ja, dass sie erst später kam, denn die Ursachen für das Ganze, die gab es doch schon viel früher. Jetzt war ich gerade erst schon fast frohlockend. Ich dachte, es bezieht sich auf Österreich, weil es ja eine Meldung aus dem Standard und der kommt ja bekanntlich aus Österreich. Aber nein, unsere südlichen Nachbarn machen sich berechtigterweise über uns lustig. Wobei ich finde, man muss ja immer die Sachen auch positiv sehen, ja. Und wenn ich jetzt der Habeck wäre, bin ich aber nicht. Aber wenn ich er wäre, dann würde ich sagen, es braucht sich doch niemand beschweren. Wir haben doch Wachstum. Wir haben Wachstum bei den Insolvenzen. Und das ist doch eine gute Nachricht, ja. Also in dem Sinne kann es gerne so weitergehen. Das ist das Abrissprogramm, ja. Oder wie soll man das politisch korrekt sagen, das Umbauprogramm, was wir hier bei der Arbeit sehen. Und wie hat Habeck vor kurzem noch gesagt, er ist mit Abstand der Minister, der am meisten in Bewegung gebracht hat. Ja, das stimmt in puncto Insolvenzen ganz definitiv. Ja, und wir haben ja mehrere Meldungen jetzt von ausländischen Medien, die sich über die Zustände hierzulande so den Kopf zerbrechen und sich fragen, was ist hier los? Ja, was hier los ist, das findet man in der Regierung. Ja, da gibt es dann schon automatisch gleich die Antwort mit. Ja, und auch die nächste Meldung, Eingreifen möglicherweise von außen. Klärungsbedarf in Brüssel. Bundeshaushalt verstößt womöglich gegen EU-Schuldenregeln. Der geplante Haushalt der Bundesregierung könnte womöglich gegen die strengen Schuldenregeln der EU verstoßen, für die sich Finanzminister Christian eingesetzt hatte. Nein!
ewig langes Hin und Her. Man fand einfach keine Lösung. Dann hatte man eine Lösung, war ganz stolz, hat sie überall präsentiert. Ja, jetzt endlich ist das Thema geklärt. Und dann wird von außen festgestellt, na Moment mal. Ja, und ich kann mich erinnern, Stefan, dass wir die Meldung vor geraumer Zeit hatten, dass es schon mal von Seiten Brüssels angemahnt wurde, dass die Bundesregierung nicht einfach für sich Ausnahmen ständig herausnehmen kann, wenn es um diese allgemeinen Regelungen untereinander geht. Ja, und es ist doch schließlich etwas ganz anderes, wenn man erst denen, die in finanzieller absoluter Schieflage sind, wahnsinnig aushilft und weiterhilft und dann anschließend selber in Schieflage gerät. Ja, das kann natürlich niemand erklären, weil man hat ja nur das Beste getan und wollte nur das Beste für andere. Und das ist doch ein Punkt. Vielleicht sollten Sie den mal ansprechen. Ja, es gibt ja schon den einen oder anderen, der jetzt sagt, um dieses ganze Dilemma zu lösen, gäbe es nur einen Weg. Das ist der Austritt Deutschlands aus der EU. Ja, das will man natürlich auf den Korridoren der Macht in Berlin und Brüssel überhaupt nicht hören. Denn eins ist natürlich klar, ja, wenn Deutschland die EU verlässt, dann war es das mit der EU. Denn wie schon angedeutet, wir sind ja der größte Nettozahler, wie man das im Jargon so sagt. Ja, und wenn der Nettozahler nicht mehr mag, ja, dann geht es halt bei der EU auch nicht mehr weiter. Gut, aber das ist ein langer Weg, denke ich mal. Hier werden jetzt mal so die ersten Anzeichen gesetzt, die ersten Zeichen, dass das System doch arg kränkelnd ist. Und der Punkt ist ja auch der, also eine Reform ist ausgeschlossen, ja, denn auch die EU ist ja nicht frei in ihren Entscheidungen. Ja? Also wenn man sich die Historie, die Geschichte der EU, hieß mal EG, Europäische Gemeinschaft, so anguckt, dann weiß man, woher das Ganze kommt und wer sich das irgendwie hat einfallen lassen. Das kann man auch in der offiziellen Geschichtsschreibung nachlesen, ja, dass die EG und heute die EU ein Projekt der Siegermächte ist. Ja? Und das merkt man jetzt halt ganz gut, denn bezahlen durften das die, die das nie wollten, aber mussten. Und ja, wenn jetzt kein Geld mehr da ist und danach sieht es immer mehr aus, dann ist das Theater irgendwann halt vorbei. Und wenn wir so ein bisschen in die nahe Zukunft gucken, ist es, glaube ich, auch ganz gut. Wir gehen weiter und Stefan, ich denke mal, du hast da zweimal das Deckblatt reingenommen, um eine Kuriosität aufzuzeigen. Wir haben zum einen, haben wir diese Aufmachung, ja, vom 11.10. und Ampel einigt sich auf Bett, Brot, Seife, also diese Abkupferung der Ideen anderer. Und am 12.10., also genau einen Tag später, selbes Bild, aber irgendwie ganz andere Aussage. Es geht um Leistungskürzungen, Abschiebungen, Messerverbot. Großes Asylpaket der Ampel plötzlich immer kleiner. Wer hätte das nur gedacht? Ja, erstmal laut tönen und dann versuchen, so ruhig und heimlich wie möglich das Ganze immer weiter runterzuschrauben. Ja, das sind wir gewöhnt, wir kennen es nicht anders. Die Popo-Listen, ne? Ja, die gehen erstmal ganz lautstark an die Medien heraus, verkünden, was sie jetzt nicht alles tun, immer wieder nachdem es irgend so ein Vorfall einer dieser seltenen wenigen in die Medien geschafft hat. Und anschließend wird das Ganze relativiert. Und so wie ich es schon die letzten Male immer gesagt habe, der Schlusspunkt ist dann wahrscheinlich immer, dass es aus Brüssel noch den Hinweis gibt, Moment, so könnt ihr das gar nicht machen, das geht nicht. Ja, das braucht es ja jetzt in diesem Fall gar nicht. Wofür hat man Fraktionen im Deutschen Bundestag? Ja, also laut
Bild-Zeitungsartikel eben vom 12.10. von gestern. Sind die jetzt schuld, dass das große Asylpaket plötzlich immer kleiner wird? Und natürlich, so wie es halt ist, ja, im Schengen-Abkommen auch geregelt. Ja, also zurückweisen schön und gut, wenn ein Flüchtling schon woanders registriert wurde, also zum Beispiel in einem anderen EU-Land, ja, Italien oder Österreich oder Spanien, ja, wo sie ja halt gerade so als erstes aufschlagen, dann muss das Land auch sagen, ja, den wollen wir unbedingt zurückhaben. Wir können uns vorstellen, wie groß die Begeisterung in Spanien und Italien und in Österreich sein wird, wenn wir die ganzen Kameraden, die froh waren, losgeworden zu sein, auf einmal wieder retour schicken. Ja? Wir können uns alle vorstellen, wie das Ganze endet. Und das ist dann nicht nur diese berühmte Ankündigungspolitik, das ist auch noch eine Politik, die Wesentliches verschweigt. Ja. Und wer Wesentliches verschweigt, ja, der ist ja auf dem besten Weg zu lügen, ja. Und wer einmal lügt, so sagt es das Sprichwort, dem glaubt man nicht. Oder heißt es, traut man nicht? Das sehen aber viele, viele, viele anders. Ja. Die gehen dem Ganzen immer noch auf den Leim, immer und immer wieder. Da fragt man sich, was muss denn wirklich noch passieren, bevor die mal klar sehen? Ja, und wichtig ist ja auch, Carsten, es geht ja nur um die irreguläre Migration. Ja, die normale Da Migration, kommen wir die ja dann darf noch weiter dazu, geschehen. genau. Das haben wir doch noch mal extra, wenn ich mich erinnere, oder war das genau der Artikel? Das ist der Artikel. Du hattest doch irgendwo noch mal separat mal, unterstrichen, hatte ich gesehen. Da fehlt hier eine Seite. Nee, es ist alles richtig, Carsten. Okay. Okay, dann habe ich jetzt was durcheinander geworfen. Gut, wir machen weiter und kommen hierzu. Pole 32 vor Poldis Abschied niedergestochen. Eine blutige Attacke und Ausschreitungen überschatteten das Abschiedsspiel für Kölns Fußballidol Lukas Podolski. Wer war's? Stefan, ein Mann? Ja, das habe ich ja auch erst gedacht und wir können gleich auf Seite 2 springen. Die Umstände sind relativ wurscht, da gibt es das Festgedruckte und ich bin ja fast vom Stuhl gefallen, als ich das gelesen habe. Da schreibt die Bild-Zeitung und bezieht sich auf den WDR, dass es sich bei der Gruppe um arabischstämmige Männer gehandelt haben soll. Also, was ist denn hier los? Ist das nicht verboten? Ist das nicht verboten, irgendwelche kulturellen Hintergrunddaten preiszugeben? Ja, wie du schon richtig anmerktest, heißt es nicht immer der Mann oder die Männer? Was ist denn da los? Stefan, ich gehe davon aus, es waren zu viele zugegen, die gesehen haben, dass es nicht der Jens, der Klaus und der Jürgen waren. Könnte sein, heutzutage hat ja auch jeder ein Handy dabei, dass man dann doch ein bisschen Bedenken hatte, dass das zu schnell richtig gestellt wird, wenn man anders berichtet. Ja, interessant ist, dass genau kurz danach diese Meldung kam. Tuskhammer, Polen will Asylrecht aussetzen. Polen will das Recht auf Asyl vorübergehend aussetzen. Das hat Regierungschef Donald Tusk jetzt angekündigt. Das Problem ist, jetzt kommt gleich aber eine Erklärung, die die erste Vermutung dann gleich wieder zunichte macht. Ich werde die Anerkennung dieser Entscheidung in Europa einfordern. So Tusk wörtlich. Das bedeutet, Flüchtlinge, Achtung, die aus dem benachbarten Belarus,
die Grenze überqueren, werden vorübergehend keine Möglichkeit bekommen, in Polen Asyl zu beantragen. Das ist schon eigenartig. Also, ich meine, differenzieren ist ja immer schön, ja, finden wir ja auch immer gut. Aber bei Migration differenzieren und eine bestimmte Richtung oder eine bestimmte Landesgrenze auszumachen, für die das dann zutrifft und für die anderen nicht, das ist schon merkwürdig, oder? Und einfordern ist ja von der Bedeutung her, ja, er wird es verlangen. Das bedeutet aber noch lange nicht, dass man dem zustimmt. Ich sehe hier, dass das wieder ein bisschen auch Populismus ist. Ja, da wo wir noch in den Niederlanden drauf warten, dass sich dort rausstellt, wie weit man bereit ist zu gehen mit seinen Wünschen. Und auch hier ist die Frage, ist das ein Spiel fürs Volk, um besonders stark sich zu zeigen? Und anschließend wird dann gesagt, oh ja, also wir haben es eingefordert, Uschi hat Nein gesagt, damit war es leider erledigt. Bin ich mal gespannt, auch diese Geschichte sollte man weiter beobachten. Also ich finde das schon interessant, was hier passiert, jetzt mal jenseits dessen, ob das Populismus ist oder nicht. Wir hatten erst die Niederlande, die gesagt haben, sie möchten das aussetzen. Die Antwort der EU war nein. Ja? Jetzt macht es der Donald Tusk aber sehr klug, denn, und das schreibt die Bild-Zeitung hier, der Hintergrund, Tusk warnt davor, und jetzt kommt's, dass Russland und seine Verbündeten Migranten einsetzen würden, um die EU zu destabilisieren. Er spricht von einem hybriden Krieg. So. Also, das kann man natürlich auch sagen. Es kann auch so kommen, dass die EU sagt, interessiert uns alles nicht. Auch nein. So. Ist in diesem Fall jetzt ein bisschen blöd. Denn der Herr Tusk hat jetzt mal unabhängig davon, ob das stimmt oder nicht, einen geschickten Schachzug gemacht. Ja? Er hat jetzt gewissermaßen die Aufmerksamkeit auf Russland gelenkt. Und Russland ist ja momentan komplett verhasst in der EU. Ja, das ist ja die Paria schlechthin, mit der wir ja nichts zu tun haben. Und die sind ja sowieso böse und für alles verantwortlich. So. Wenn man jetzt Nein sagt, dann wird das der Herr Tusk sicherlich nicht auf sich sitzen lassen und demnächst kommen dann irgendwelche Daten, Fakten, Informationen, Statistiken, Videomaterial, Fotos und so weiter und so fort, die sein Argument untermauern. Und er wird den schwarzen Peter dann der EU-Kommission zuschieben. Also was man hier schon sieht, ist eine interessante Entwicklung, dass nämlich vermehrt die Länder diesen Migrationsspaß nicht mehr mitmachen wollen, weil ansonsten würden sie es ja nicht aussetzen wollen. Ja, so. Und das wird jetzt natürlich die EU ganz schön unter Druck setzen, wobei ich schon ein bisschen irritiert bin, Carsten, weil der Tusk, das ist ja de facto so eine Art von der EU eingesetzte Regierung in Polen, so sind die zumindest mal beschrieben worden von anderen Mainstream-Medien. Ja, die werden ja sehr brüsselhörig. Und dass der jetzt hier so rebellisch daherkommt, das finde ich schon interessant. Ja, Stefan, würde ja in dem Fall bedeuten, dass du ihm seine Worte, so wie er sie von sich gibt, abnimmst. Ja, da bin ich meilenweit davon entfernt. Ich nehme seine Worte nicht ab, das habe ich nicht gesagt. Ich habe nur gesagt, es ist interessant, was er hier tut. Ja, ja, du hast aber so formuliert, dass du gesagt hast, dass dass die EU jetzt damit ein Problem haben wird. Er hat das in den Raum gestellt, dass er das aussetzen will. Und er hat hier besonders laut getönt. Deswegen habe ich ja zu Anfang gesagt, ich gehe davon aus, das ist alles wieder nur Augenwischerei. Und von Brüssel wird einfach kommen, geht nicht. Ja, tut uns leid. Also wir würden ja gerne, aber geht nicht.
Und er hat dann vermeintlich mal wieder Richtung Bevölkerung ein paar Pluspunkte gesammelt, wusste vorher, wie die Entscheidung ausfällt. Damit kann man das ja mal so tönen. Aber ja, möglich, vielleicht hast du recht. Wir werden sehen. Ich denke mal, das sind alles Sachen, wo es nicht allzu lange dauern wird, bis wir dazu eine Reaktion, ein Ergebnis und so weiter sehen. Lassen wir uns positiv überraschen. Die machen die Grenzen zu. Ja, das Risiko, denke ich mal, oder was heißt Risiko? Den Effekt, denke ich mal, werden wir nicht sehen, weil natürlich viel zu groß die Nachahmungsgeschichte wäre. Aber wir haben dann Niederlande, wir haben dann Polen, Ungarn, die ja eh in die Richtung tendieren. Und wird spannend, wer da bloß Schaumschläger ist und wer es ernst meint. Wir haben als nächstes einen ganz Geliebten dabei, ja, den Herrn Merz. Bei CSU-Parteitag Merz gibt AfD-Versprechen. Tag 2 des großen CSU-Parteitags in Augsburg. Um 11 Uhr trat der Kanzlerkandidat der Unionspartei, CDU-Chef Friedrich, als Starredner auf die Bühne. Und er hatte ein Programm, also da hat, ist ja fast alles abgedeckt, ja, so global wie national, die wichtigsten Sachen halt, oder? Ja, also der Herr Merz, der redet natürlich sehr gerne und sehr viel, vor allem wenn der Tag lang ist. Und bei der CSU hat er jetzt den starken Mann gemimt. Und hat sich über alles Mögliche wieder ausgelassen. Ich finde es interessant, wie viele Menschen Angst vor Trump haben. Ja, also nicht nur in den USA, sondern auch in Deutschland. Ich frage mich, warum? Ja? Gut, das können wir jetzt in Teil 1 nicht besprechen, aber kann sich ja jeder mal einen Gedanken drüber machen. Und die Argumentation, die da vorgebracht wird, das ist, also, da kann man echt nur den Kopf schütteln. Gut, und dann hier kommt er mit dieser Floskel Sozialismus in Chanel. Also, als wüsste er nicht, was das BSW ist, ja, und wer da alles so mitgewirkt hat. Also, es ist alles ein bisschen albern. Ja, und hier, das ist ganz wichtig, da sagt er nochmal all diejenigen, die meinen, sie könnten auch einer neuen Bundesregierung einen Auftrag geben, so wie bei den Landtagswahlen in Thüringen, Brandenburg und Sachsen. Das hat ja bislang super geklappt. Die haben ja prompt den Wählerwillen umgesetzt, ja, und haben bereits jetzt eine Regierung aus CDU und AfD gebildet. Und was sagt hier S. Merz? Ja, kommt nicht in Frage, ja. Moralisch verwerflich sogar. Also, das ist ja schon fast katholisch, was der da äußert, ja. Also, ja, und also insofern einfach kräftig auf die nächste Wahl hoffen. Ja, mit der nächsten Bundestagswahl wird bestimmt alles besser. Und ja, ihr wisst ja, was Stalin zum Thema Wahlen gesagt hat. Trotzki war das, glaube ich, oder war Stalin? Ich komme da immer durcheinander bei den Zweien. Das Thema ist. Hier wird doch jetzt ein Fass aufgemacht. Da passt dann auch noch das kleine Video, was wir danach haben, dazu. Hier wird ein Fass aufgemacht. Ja, auch wem das Ganze nicht gefällt vom Gedanken her, dass wir hier ein Vorführprogramm sehen. Aber das ist doch wirklich vom Allerfeinsten. Ja? Also er als herausragender Kanzlerkandidat, ja, der ganz super Aussichten hat, der stößt erstmal das Wahlvolk vor den Kopf, indem er dessen Willen komplett ignoriert. Dass er jemand ist, der ja, den Hals um 360 Grad drehen kann und das mehrere Runden, das dürfte er nun auch mittlerweile aufgefallen sein, alleine sichtbar aus der Thematik Koalition und wie man sich mit den Grünen verträgt. Ja, also das hat so fast im Jahresabstand immer wieder gewechselt von ja, wir müssen mit allen und nein, geht überhaupt nicht. War immer mal, wie es gerade passte, was dabei.
So ähnlich sieht es hier aus. Die Frage ist, ist das jetzt erstmal wieder nur fürs Programm? Und anschließend knickt man dann doch hier und da ein, weil man sieht, es geht nicht anders. Und um irgendwie mit dabei zu bleiben und dem Volk wohlgesonnen, ja, lässt man sich dann doch irgendwie drauf ein. Aber was hier gezeigt wird, also viel deutlicher geht es ja eigentlich gar nicht. Und den absoluten Vogel hat er ja dann abgeschossen mit dieser Geschichte. Seht euch alle an. Chamchol! Halt. Das war das falsche Video. Sorry. Auf den deutschen Konten, Sparkonten und laufenden Girokonten liegen 2,8 Billionen Euro. Stellen Sie sich mal einen kurzen Augenblick vor, wir wären in der Lage, davon nur 10% zu mobilisieren mit einem vernünftigen Zinssatz für die öffentliche Infrastruktur in Deutschland, für den Ausbau dessen, was wir in der Bildung, im öffentlichen Sektor, in der gesamten Infrastruktur unseres Landes brauchen. Es fehlt uns nicht an Kapital. Es fehlt uns an den vernünftigen Instrumenten, dieses Kapital so zu mobilisieren, dass es einem gemeinsamen Zweck unseres Landes. Stefan, ich finde es auch klasse, wie professionell er das Ganze macht. Er spricht davon, als wäre es die normalste Sache der Welt, als wenn das überhaupt kein Problem wäre. Also für ihn ist es ja auch kein Problem. Es geht ja nicht um sein Geld. Ja? Dann nehmen wir einfach mal. Ja? Ich meine, man hat ja schon Übung drin, sei es Rentenkasse oder wo auch immer man sich schon bedient hat. Wenn es woanders fehlt, dann nimmt man es halt von irgendwo. Ja, ich finde, er macht das natürlich auch sehr geschickt. Ja, er benutzt zwei Begriffe: mobilisieren und Instrumente. Ja, also er sagt nicht, wir klauen dem Bürger das Geld mittels Gesetz. Ja, das wäre ehrlich und direkt, sondern er sagt mobilisieren und Instrumente. Instrumente ist dann natürlich ein Gesetz, was es braucht, um an dieses Geld ranzukommen. Aber mal jenseits dessen, dass der Laden offensichtlich so pleite ist, dass man neue Einnahmequellen braucht und von nichts mehr zurückzuschrecken scheint, ist es ja doch interessant, dass man das auch ganz ohne schlechtes Gewissen tut. So als CDU-Politiker, der angeblich auch noch sonntags in die Kirche geht. Ja. Da gibt es so unter den 10 Geboten ein Gesetz, das heißt, du sollst nicht stehlen. Das weiß Herr Merz natürlich. Und deshalb will er ja ein Gesetz entsprechend dann formulieren und erlassen, damit da legal, ja, also nicht ungesetzlich, an das Geld der Bürger kommt. Ja, da macht er sich sicherlich schon tiefschürfende Gedanken, wie das geht. Aber die Dreistigkeit finde ich schon beachtenswert und jeder, der meint, ja, also es gibt jetzt nur noch eine Alternative nach dieser furchtbaren Ampelpolitik und das ist die CDU. Dem kann man wirklich nur raten, sich das dreimal gut zu überlegen, wen man dann dort wählen möchte und ob das der verkündete Messias ist, auf den alle warten. Und wir haben noch ein Beispiel dafür dabei. Und zwar dies hier, da ist auch seine besondere Eigenschaft etwas genauer aufgeführt. 1997 stimmte Merz im Bundestag gegen die Strafbarkeit von Vergewaltigung in der Ehe. Im Jahr 2000 schlug Merz vor, einerseits die Renten voll zu besteuern und das Renteneintrittsalter auf 70 zu erhöhen. Im Jahre 2004 sprach sich Merz dafür aus, den Kündigungsschutz zunächst für ältere Arbeitnehmer und später für alle komplett abzuschaffen. Im Jahr 2006 klagte Merz vor dem Bundesverfassungsgericht dagegen, dass Bundestagsabgeordnete ihre Nebenverdienste offenlegen sollten. Tja, gelernt ist gelernt, oder? Ja, es ist, das vergessen halt viele Menschen und es ist ja auch nachvollziehbar.
nach dem Motto, die Zeit deckt alles zu und es ist wie vor jeder Wahl. Ja, man macht immer Maximalforderungen und will natürlich nur das Beste. Und dann gibt es diese blöden Koalitionsverhandlungen, weil ja keine Partei mehr alleine regieren kann. Und dann macht man das dann halt wie Frau Merkel, die ja im Rahmen so einer Koalitionsverhandlung dann auch vor die Presse getreten ist und gesagt hat, naja, können halt jetzt davon ausgehen, dass das, was vor der Wahl versprochen wurde, nach der Wahl leider nicht mehr eingehalten werden kann, weil man ja mit dem Koalitionspartner irgendwie einen Konsens erzielen muss. Ja, so, und das ist mit allen den sogenannten Versprechungen, was man denn so machen will und was man denn alles so Gutes tatsächlich oder angeblich machen will. Ja, und aber bitte gerne, ja, wählen gehen. Ich kann es gar nicht oft genug betonen, wählen ist Abgabe der Stimme. Das heißt ja nicht umsonst Stimmabgabe. Ja, die deutsche Sprache ist sehr präzise. Man gibt seine Stimme zu entscheiden ab an jemand anders. Und das ist hier einfach nochmal schön zu sehen, dass man letztendlich, egal wie man seine Stimme bekommt, verwaltet wird, wie es denjenigen gerade in den Kram passt. Und wenn es ihnen in den Kram passt, ein neues Gesetz zu machen, wo es dann heißt, es gibt jetzt eine Zwangsabgabe von 10% auf alle Bareinlagen, Konten, Girokonten etc., ja, dann ist das halt so, weil alle, die gewählt haben, haben dem zugestimmt. Und es ist völlig egal, welche Partei sie gewählt haben. Das ist einfach so in einer Demokratie. Weiter geht's hier, auch wieder ein altes Thema, was neu aufgegriffen wird. Desinformation nach Korrektivbericht. Bundesregierung hat weiterhin keine Belege für Deportationspläne. Ja, das ist aber erstmal nicht schlimm. Ja. Das, was man als Schaden erreichen wollte, hat man auf dürftige Art und Weise geschafft, und dass man das nicht korrigieren will, weil das Thema viel zu heiß ist, das dürfte auch klar sein. Ja, da hält man sich lieber vornehm zurück. Und auch die Geschichte, ja, je mehr oder je länger das dauert, die Frage ist, wer behält es alles im Kopf? Wer erinnert sich noch dran, dass bei dem Thema noch nicht alles geklärt ist? Ja, das ist ja so eine Negativeigenschaft leider, dass, wenn es ein neues Spektakel gibt, das letzte immer gleich vergessen ist. Aber wie Nios hier, es gibt halt welche, die dranbleiben und das immer mal wieder in den Fokus rücken. Ja, aber der entscheidende Punkt ist natürlich das, was du gesagt hast. Wer erinnert sich A noch daran? Im Unterbewusstsein ist nur gespeichert. Da gibt es Politiker oder Parteien, die wollen alle Ausländer abschieben. Ja, egal ob mit Aufenthaltstitel oder ohne, egal ob mit Arbeit oder ohne. Das ist ja die Aussage, die man damals fälschlicherweise in Umlauf gebracht hat. Das ist bei den meisten nicht mehr zu korrigieren. Das ist immer so. Ja, der Erste, der ein Thema besetzt mit einer Meinungsposition oder mit einer Aussage, der ist immer im Vorteil. Alle anderen, die dann danach kommen und dann gegensätzliche Positionen beziehen, haben es extrem schwer. Und wir dürfen ja nicht vergessen, bei allem Respekt für die Arbeit von Nios, Nios ist einfach ein kleines Medium. Ja? Das ist nicht die Tagesschau. So. Und wenn man ja gegen hier eine fortlaufende Aussage des Bundeskanzlers was machen will in einem sogenannten Rechtsstaat, dann geht das nur mit der Unterlassungserklärung. Und dann ist das auch völlig unerheblich, auf was er sich bezogen hat. Ja? Er bezieht sich auf Medienberichterstattung. Ja? Aber diese Medienberichterstattung ist ja vor Gerichten schon längst revidiert worden und teilweise revidiert worden. Auch das hat der Bundeskanzler zu beachten in seinen Äußerungen. Ja? Erst recht als Chef einer Regierung. Aber nun gut, da müsste halt, wie gesagt, die AfD jetzt wieder einen Rechtsanwalt, zum Beispiel den Herrn Steinhöfel, nehmen und gegen Herrn Scholz klagen. Was ja wohl nicht so schnell passieren wird, denn es ist einfach nicht gewollt, ja, und das Aussitzen hat man ja von Merkel übernommen und gelernt. Man hält sich einfach vornehm zurück und hofft, dass das Ganze sich irgendwann von allein erledigt hat.
Ja, und daher hören wir einfach nichts mehr drüber. Ja, ich finde das kurz noch interessant, was die Pressestelle des Bundeskanzleramtes geantwortet hat auf die Anfrage von NIOS. Zitat, die Aussagen des Kanzlers stehen für sich. Zitat Ende. Das war's. Ja? Also mehr Arroganz, mehr Verachtung von oben geht ja gar nicht mehr. Ja, vielleicht hat man auch einfach nicht mehr, ja, und musste sich auf dieses bewährte Mittel wieder beziehen. Kennen wir ja schon. Ja, und dass es überall weniger wird und nachlässt, das sehen wir auch an Stellen, wo man es nicht so unbedingt vermutet hätte. Ja, aber so deutlich, das Programm ist wirklich lustig. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Zunächst ein kurzer Hinweis. Wegen eines Warnstreiks im NDR fehlen bei unseren Meldungen die gewohnten Fotos im Hintergrund. Wir bitten um... Aber er präsentiert es mit einem Schmunzeln im Gesicht und freut sich. Und, ach Mensch, ich habe mal was Tolles zu vermelden. Schön, oder? Ein Zeichner und ein Handzeichner hatten sie scheinbar nicht da. Ja, mich wundert das ein bisschen. Ich meine, öffentlich-rechtlich, die haben noch alle Praktikanten, die sie aus beauftragen könnten. Aber offensichtlich will niemand mehr zu öffentlich-rechtlich und ein Praktikum machen. Das verstehe ich schon, seitdem der Herr Seibert, der weg ist. So, wir haben wieder Abgänge. Und zwar haben wir die... Hier. Nein, nicht hier. Da. Wo sind wir denn? Hier. Petra Pau zieht sich zurück. Eklat bei linken Parteitag. Na, guck mal. Und das war doch die, die immer am Mikrofon oben mitsitzen durfte. Berlin. Petra Pau sitzt seit Jahrzehnten im Bundestag. Nun kündigt sie ihren Rückzug an. Beim linken Parteitag knirscht es derweil gewaltig. Die langjährige linken Abgeordnete Petra Pau zieht sich kommendes Jahr aus dem Bundestag zurück. Sie werde bei der nächsten Bundestagswahl nicht mehr antreten, kündigte die 61-Jährige beim Landesparteitag der Linken an. Damit verliert die Partei mitten in einer tiefen Krise und schlechten Umfragewerten eine weitere prominente Vertreterin im Parlament. Ja, ist schon merkwürdig. Ja, sonst kleben sie doch an ihren Positionen. Und wenn man dann sieht, dass sich der ein oder andere freiwillig verabschiedet, also ich denke mal, das bedeutet dann schon was. Da gibt es doch so einen Spruch, der bezieht sich irgendwie auf die Seefahrt. Wenn die Ratten das Schiff verlassen, dann sollte man spätestens auch gehen. Und das ist ja jetzt nicht der erste Abgang, der uns völlig überrascht oder die Ankündigung, dass man nicht mehr erneut kandidieren will. Wir haben da ja gleich noch so einen Kandidaten, den wir alle besonders schätzen und mögen. Und wir finden es ja auch, ehrlich gesagt, schade, dass der sich zurückgezogen hat. Vor allem hat er ja stets durch seine Kompetenz und seine brillante Rhetorik gepunktet. Und deshalb war ja die SPD auch so stark, nur wegen ihm. Ja. Und ich habe ja eines Tages im völligen Überfluss meiner Euphorie, dass die SPD so eine tolle Partei geworden ist, ja auch Kevin für Kanzler gefordert. Ja. Das bereue ich jetzt ein bisschen. Und ja, da hast du ihn auch gleich. Bundestagsmandat behalten. Kevin Kühnert kassiert königliches Krankengeld. SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert hat am Montag aus gesundheitlichen Gründen sein Amt niedergelegt. Sein Bundestagsmandat für die laufende Legislaturperiode behält er aber trotz Krankschreibung. Das bestätigte sein Sprecher. Ja, also man muss schon mitnehmen, was man kann. Ja, wir dürfen da jetzt keinen Sozialneid aufkommen lassen. Das finde ich nicht angemessen. Ja, ich meine,
Der arme Kerl, der hat doch hart gearbeitet. War das nicht auch derjenige welche oder war das ein anderer Politiker, der mit weißen Sneakern bei irgendeiner Flut mithelfen wollte? Ich bin mir nicht mehr sicher, ob es der Kevin war oder ob es der Sohn von einem SPD-Politiker war. Egal, ist auch nicht so wichtig. Ich finde, ja, wir können froh sein, dass Kevin bald nicht wieder im Callcenter arbeiten muss. Ja, ich meine, überleg dir mal den Schock, du rufst bei der Telekom an, dran ist Kevin Kühnert, ja? Da lege ich doch gleich wieder auf. Du denkst, die Telekom stellt ohne Qualifikation ein? Selbstverständlich, du musst ja bedenken, dass Herr Kühnert jetzt durch seine Tätigkeit als SPD-Generalsekretär ein umfangreiches Netzwerk hat, das er mitbringt. Allein das ist schon Tausende wert, ja? Nur deshalb, Carsten, nur deshalb werden Politiker nach ihrer aktiven Zeit von der Wirtschaft überhaupt eingestellt. Die wissen, die können nichts, aber wichtig sind die Kontakte. Darum geht's. Ja, und ist ja auch klar, als sozialer Demokrat, ja, kennt er sich natürlich aus und weiß, wo man wie was mitnehmen kann aus dem noch bestehenden Sozialsystem. Und ja, also kein falscher Neid, ja, für seinen schweren Job, für seine ganze Ausbildung, um überhaupt an diese Stelle zu kommen, da steht ihm das schon zu, finde ich. Wir kommen in die USA. Und ich finde es dann immer spannend, wenn man die Meldungen von dort mit den Meldungen hier mal so vergleicht. Also hier wurde vermeldet, dass es in den USA immer wieder Journalisten gibt, die versuchen, von dem Sprecher der Republikaner, von Trump und von wem auch immer, die Aussage zu bekommen, dass sie sich davon distanzieren, dass die letzten Wahlen da wohl so nicht ganz koscher abgelaufen sind. Und in den USA gibt es dann solche Meldungen. Ehemalige Bezirksbeamtin in Colorado, Tina Peters, wegen Wahldatenbetrugs zu 9 Jahren Haft verurteilt. Aber Stefan, wie kann man jemanden für Verschwörungstheorien verklagen, also verurteilen. Das verstehe ich jetzt überhaupt nicht. Da sollten unsere Medien doch mal ein Licht drauf werfen. Ja, ich vermute, das ist von AP USA übersetzt oder ist das tatsächlich von der deutschen AP eine Meldung? Nein, ist übersetzt. Okay. Ja, ich glaube, dass mit diesem Richterspruch das ja jetzt keine Verschwörungstheorie mehr ist. Ja, weil sonst hätte ja ein Gericht wohl gemerkt, diese Beamte nicht verurteilt. Also ab dem Zeitpunkt jetzt des Urteilsspruchs ist es definitiv im rechtlichen Rahmen gesichert worden, dass ein Betrug stattgefunden hat. Ja, und das ist, glaube ich, ziemlich wichtig. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, man will da ein Signal aussenden. Ja, das Signal ist jetzt sicherlich nicht nach dem Motto, naja, wir werden freie und sichere Wahlen haben, da gibt es viel zu viele Zweifel dran, sondern dass die Aussage ist, seht her, wir kriegen euch alle. Früher oder später. Ich meine, es hat ja jetzt ein bisschen gedauert, ne? Ich meine, 2020, das ist ja schon eine Weile her. Ja, und dann gab es einen ganz großen Aufschrei. Trump war wieder ganz böse. Frankfurter Rundschau: Vor US-Wahl Trump präsentiert Migrantenpläne. Operation Aurora entsetzt selbst Republikaner. Wenn man schreibt, dass selbst Republikaner und selbst seine Republikaner und was weiß ich nicht über irgendwas entsetzt dagegen sind, wissen wir, den Begriff Renus, den haben sie einfach noch nicht im Repertoire drin, denn es sind ja meistens die, die eh schon immer gegen ihn waren. Und das Interessante innerhalb des Artikels ist dann einfach, wie man mit der Geschichte umgeht. Donald Trump setzt vor der Wahl auf Härte. Bei einem Wahlkampfauftritt in Aurora spricht er von Migranten als Wilde und Tiere, die er massenhaft abschieben wolle.
Wir finden in dem Artikel nirgendwo die Stelle, dass er sich ganz speziell auf die kriminellen Banden bezieht. Ja, also ich habe es entweder über... Ach doch, wer? Nein. Nein. Nein, es war nicht spezifisch drin. Passt ja auch nicht, weil man verallgemeinert ja gerne. Ja, also das, was er gesagt hat, bezieht man einfach mal pauschal auf alle Migranten, damit es besonders böse klingt und die Geschichten, wenn sie überhaupt aufgegriffen werden, dass er sich auf die speziellen Sachen bezieht, dann wird das Ganze verharmlost. Passt auch nicht zusammen, denn immer mehr Videos tauchen auf, wie Geschäfte geplündert werden, wie in Wohngegenden Bewaffnete rumziehen und die Häuser eindringen. Passt irgendwie nicht zusammen. Aber hier wird natürlich irgendwie versucht, das Narrativ aufrechtzuerhalten. Er wäre der skrupellose, brutale Politiker, denn irgendwie muss man ihm ja schlecht darstellen, um Kamelhaar noch ein bisschen vorwärts zu heben. Ja, es gibt ja bei dieser Berichterstattung, wenn man so möchte, eine gewisse Parallele über die Berichterstattung, über dieses angebliche Verschwörertreffen, was auch als Potsdam 2.0 bezeichnet worden ist, finde ich, gibt es eine gewisse Ähnlichkeit, so wie das hier die Frankfurter Rundschau schildert. Eins ist klar, wie bei uns, wie auch in den USA, wird Trump nicht pauschal alle, die in das Land migriert sind, abschieben. Das ist ja völliger Unsinn. Ja, die USA sind seit jeher ein Einwanderungsland und werden es auch in Zukunft sicherlich bleiben. Nur eben mit dem Unterschied, dass jetzt wie bei uns eine unregulierte Einwanderung dort stattfindet und Trump will zurückkehren zu einer regulierten Einwanderung. Ja, Stichwort Green Card, ja, so. Und es ist einfach Panik pur, ja, weil die Umfragen kippen ja jetzt in den USA, die Umfragen, die veröffentlicht werden, sehen Trump jetzt auf einmal vorne und sie haben offensichtlich alle was zu verlieren. Und deshalb versucht man hier möglichst gegen das, was kommt, zu schreiben und zu berichten. Wir haben noch die letzte Seite des Artikels, genau, und da kommt es noch auf etwas Geschichtliches. Trump kündigt vor der US-Wahl als Konsequenz eine Massenabschiebeaktion an, die er Operation Aurora nannte. Er wolle dafür ein Gesetz aus dem Jahr 1789 benutzen. Witzig ist, 1789 ist 2 mal 17, ja. Dieses erlaubt es der US-Regierung, Ausländer zusammenzutreiben und zu deportieren, die aus einem Land kommen, mit dem sich die USA im Krieg befindet. Also ja, ich würde das nicht so kleinlich sehen, denn ich denke mal, da fällt auch mit rein Leute aus dem Landesinneren, die Krieg gegen das Land betreiben, ja, oder feindliche Absichten gegen das Land. Ich denke mal, der eine oder andere weiß, worauf ich hinaus will. Wir sind noch in Teil 1, deswegen geht es da jetzt nicht allzu tief hinein. Und das wird spannend. Ja, also die Voraussetzungen, die jetzt geschaffen werden, beziehungsweise das, was genannt wird, wo man hin möchte, das lässt ja noch einiges zu. Hat das zufällig was damit zu tun, dass es 1871 so ein komisches Ereignis gab in den USA, dass er auf ein Gesetz von vor 1871 zurückgreift? Ich frage für einen Freund.
So, an alle, die ein Problem mit einem Pfeifton haben, soll ich die Sendung stoppen, was ich jetzt gerade mache, also deswegen ist es eigentlich Blödsinn, um mich mit euch im Chat über den vermeintlichen Pfeifton, den die einen haben, die anderen nicht, auseinanderzusetzen. Ja, ich weiß, dass er da ist, ich kann es im Augenblick nicht ändern, weil hier die Akustik einfach das nicht hergibt, zu ändern. So, wie sinnvoll ist es, während der Sendung darüber zu diskutieren? Deswegen höre ich jetzt auch wieder damit auf. Einfach mal nachdenken. Trump entsetzt. Ja, hier haben wir das Ganze nochmal. Zudem begehen Einwanderer in den USA statistisch gesehen weniger Straftaten als die einheimische Bevölkerung. Stefan, können wir uns auch dran erinnern? Das hatten wir schon mal. Das hatten wir schon mal bei uns. Dass man die Statistik heranzieht, ohne aber die Variablen zu bedenken, dass man das gar nicht so ins Verhältnis setzen kann. Weil die einheimische Bevölkerung ist ja im Normalfall, prozentual gesehen, wesentlich größer als die Prozentzahl der Dazugekommenen. Ja, und ich glaube, je nachdem, wie man das auch definiert, schau mal, Sie schreiben jetzt hier von Einwanderer. Also ein Einwanderer für mich ist ja kein Flüchtling oder ein Migrant, sondern ein Einwanderer ist derjenige, der legal, ja, also mit Erlaubnis in das Land kommt. Und natürlich ist dann diese Aussage sehr wahrscheinlich auch nicht falsch. Natürlich, wenn jemand legal mit einem Aufenthaltstitel, einer Arbeitserlaubnis möglicherweise noch, der sogenannten Green Card, in das Land kommt, warum sollte der auch Straftaten bestehen? Ja? Der kommt ja auch nur in das Land, weil er eben einen Job nachweisen kann, den er bereits hat. Oder weil er nachweisen kann, dass er selber vermögend ist. Das ist die Grundlage für eine legale Einwanderung in den USA. Und dann kann ich natürlich hergehen und diesen Begriff der Einwanderung verwenden, ohne das genau zu spezifizieren, was damit gemeint ist. Also es wird mit allen Tricks gearbeitet, dass es nur so kracht. Ja? Ja, wo es krachen kann, was einiges aushält, das ist auch wieder diese Zusendung von der nächsten, gut, hier nicht Bismarck-Turm, sondern Bismarck-Säule. Der Unterschied ist wahrscheinlich, dass dieser kleine Turm nicht begehbar ist. Ja, deswegen ist es einfach nur eine Säule. Das Ganze steht in Greifswald. Und was auf dem Schild hier schlecht zu erkennen ist, haben wir nochmal extra. Der Bismarckturm aus Greifswald, der Baubeginn war am 28.03.1900 und die Fertigstellung im Juni 1900. 3 Monate. Na guck. Die Kosten betrugen damals 6.500 Mark. Am 15.07.1960 anlässlich der Ostseewoche wurde er umbenannt in Olympiasäule. Am 17.03.1991 Zurückbenennung. Na, guck an. Da hat man sich dann wohl doch nicht so weit an der Geschichte vergreifen wollen. Ja, vielen Dank auch für diese Zusendung. Wir haben noch reichlich auf Lager, deshalb bitte nicht unruhig werden. Wirklich jede schöne Einsendung von einem Denkmal, einer Eiche und so weiter und so fort, es kommt dran. Es dauert halt manchmal einfach seine Zeit, weil wir doch so viel zugeschickt bekommen und das finden wir sehr schön. Ja, Carsten, das war's mit Teil 1. Ja, ich mache jetzt mal schnell meinen Spruch. Ich verabschiede mich von denjenigen, die sich von mir verabschieden und von uns selbstverständlich. Und dann geht's gleich mit Teil 2 weiter und derweil, bevor ihr geht, bitte gerne, falls euch die Sendung gefallen hat, einen Daumen hoch da lassen und falls ihr noch nicht abonniert habt, auch gerne abonnieren. Vielen Dank, gute Nacht euch, die jetzt gehen und für alle anderen bis gleich. Genau, und jeder mit einer HiFi-Anlage mit richtig guten Lautsprechern oder Akustikkopfhörern auf, der dieses Pfeifen hört, bitte einen Daumen nach oben extra. Ja, ich habe mir so viel Mühe gegeben, dass das für euch hörbar und erkennbar ist.
Und für alle anderen, wie Stefan schon gesagt hat, bis morgen 21 Uhr, beziehungsweise bis gleich nach der Pause. Wir haben eine sehr gute Rede von Viktor Orban dabei. Und ja, viel Spaß und bis gleich. Ciao.